Es wird Licht. Es wird Licht. Ich befinde mich hier in Wien im 16. Bezirk am Hüppenplatz und dieser Tisch nennt sich der Künstlertisch und hier sitzen noch ein paar Künstler bei uns, die ich jetzt gerne zu unserem Thema befragen möchte. Unser Sendungsthema ist die Angst vor dem Islam. Da möchte ich gleich weiterfragen, gibt es einen Grund, Angst vor dem Islam zu haben oder Angst allgemein vor Religion? Nein. Und ich kann auch sagen, warum. Weil ich war in Marokko und habe mit den religiösen Führern von dem Islam gesprochen in Casablanca oder in Marrakesch. Ich bin ein Christ. Und zwar ein Urchrist. Und Mohammed hat sich ja auch auf das Alte Testament und auf Abraham bezogen. Oder die christlichen Propheten. Und er hat ja auch gesagt, Jesus Christus war ein großer Prophet. Aber er ist der letzte Prophet, hat Mohammed behauptet. Aber Jesus Christus war für ihn kein. Und das ist der einzige Grund. Das ist der einzige Grund, warum man vom Islam keine Angst haben muss, weil sich Mohammed auf das Alte Testament beruft, das ja ziemlich grausam ist in vielen Passagen. Ja, es gibt einen Unterschied zwischen Mohammed und Jesus Christus. Welchen? Obwohl er Jesus Christus als großen Propheten eingestuft oder akzeptiert hat. Ja. Aber der entscheidende Unterschied zwischen dem Islam und dem Christentum besteht darin, dass Mohammed. Ich bin nicht deppert, ich kenne mich aus in der Religionsgeschichte. Der entscheidende Unterschied ist der, dass Mohammed das Schwert geführt hat. Und Jesus Christus hat gesagt: Wenn mir da einer herhaut, dann halt ihr Mann und die andere Backe hin. Das heißt, er war Pazifist und Mohammed war ein Krieger, der Karawanen überfallen hat, der Kriege angezettelt hat. Ja. Aber die Frage lautet ja, warum wir keine Angst haben, oder warum ich keine Angst habe vor dem Islam oder vor der islamischen Bedrohung. Ich habe keine Angst. Und ich kann auch sagen, warum. Weil ich habe das in einem Wort, habe ich das ausgedrückt, ich kann da das herschreiben. Und das heißt Alleluja. Weil Allah ist groß und Mohammed ist sein Prophet. Aber ich füge das Halleluja nur dazu, in einem Wort. Und das heißt dann Alleluja. Also da schaffe ich die Verbindung zwischen den zwei großen Weltreligionen. Hast du Angst vor Religion oder vom Islam? Nein, also jetzt sage ich dir, Religion ist für mich eine Geisteskrankheit, egal welche Religion es ist. Also wenn ein intelligenter Mensch an irgendeine Religion glaubt, ist er schwachsinnig, hat irgendwie einen Intelligenzquotienten von Unterdurchschnitt. Ja? Weil sowas gibt es normal nicht. Also wer an irgendeinen Gott glaubt, dann muss nicht ganz dicht sein. Ja? Wenn die Menschen jetzt sagen, die gläubig sind, ja, sie brauchen das, weil es ihnen Frieden gibt, weil ja, sie ja, damit das, besser das, leben? Ja, das ist ja das, was ich nicht, überhaupt nicht verstehe. Ethik ist okay, ja. Also ist ja logisch. Was ich nicht will, dass du mir, das tue ich dir auch nicht. Ja? Das ist Ethik. Aber Religion gehört verboten. Es ist kriminell. Religion ist kriminell. Und der Islam ist sowieso. Für mich ist es ja wurscht, wer was für Religion hat. Aber für mich sind alle absolut geisteskrank, der an irgendwas glaubt. Es gibt keinen Gott, das kann es nicht geben. Also bist du Atheist? Ja, auf jeden Fall. Warst du schon immer? Immer. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals an irgendeinen Scheiß geglaubt habe, den es nicht gibt. Was ist für Gott? Ist der gasförmig oder was ist ein Büsen? Die bestimmt nicht.
Das weiß niemand so genau. Und im Islam, ja, ist ja die Beschreibung von Gott und die bildliche Darstellung verboten. Ich war mit einer Türkin zum 8 Jahren. Die war aber auch nicht religiös. Nur dann ist sie auf einmal zum Islam wiedergekommen. Ne? Und dann Koran lesen, da frage ich mich irgendwie, ich weiß ja nicht. Ich meine, ich glaube immer, wenn du zu einer Religion tendierst, dann bist du in einer Krise. In einer irgendeiner Krise, wo du jetzt irgendwie Antworten suchst für deine Scheißkrise, die sowieso bewältigst in kürzester Zeit. Aber nein, du musst dir irgendwie, es gibt nichts. Die sehnen sich nach einer Wiedergeburt oder nach irgendeinem Scheiß. Es gibt keine Wiedergeburt. Die Buddhisten, das Scheiß. Man, wie, was sind wir denn? Wenn einer ein bisschen intelligent ist, glaubt er an gar nichts. Ja? Wenn du tot bist, bist du tot und tschüss. Ja? Gott sei Dank, weil wenn du da vor dir gehst, lebt, es geht weiter. Ich meine, das wäre ja Katastrophe. Ne? Na, Religion gehört verboten. Alle Religionen, normalerweise. Es gibt ja nur Religionskriege und so ein Scheiß. Die Leute müssen so deppert sein. Also für mich sind die schwachsinnig, die an irgendwas glauben. An irgendeine Religion. Also ich bin für die Religionsfreiheit. Weil es gibt ja den Buddhismus, es gibt die Naturreligionen oder zum Beispiel den Pantheismus, es gibt das Christentum, es gibt eben den Islam. Und, aber trotzdem bin ich natürlich auch religionskritisch. Weil in einem programmatischen Gedicht habe ich geschrieben, das Gedicht heißt Melange, wo ich sage, was ist die Politik? Die Politik ist das Verbrechen schlechthin. Was ist die Religion? Die Religion ist der als Salbe verkaufte Dreck. Und erstens, das ist nur zu Ende. Und was ist die Kunst? Wir sitzen da am Künstlertisch. Was ist die Kunst? Die Kunst ist eine eitle Eiterbeule. Und die Liebe? Was ist die Liebe? Und was ist die Liebe? Die Liebe und diese Folter betteln sie auch noch. Das ist eine Gedichte. Ja klar, ich bin ja ein Dichter. Also wenn du gemeint hast, religionskritisches Thema. Ich bin zwar ein Christ, aber ich sage trotzdem, ich heiße Thomas. Ja. Ich bin der Ungläubige natürlich. Das war der Lieblingsjünger von Jesus. Und zwar deswegen, weil er der Kritischste war. Und Religion ist der als Salbe verkaufte Dreck. Was heißt eigentlich Religion? Das kommt aus dem Lateinischen. Zurück zum Ursprung. Und heißt, ja, Religio, genau, zurück zum Ursprung, sprich in der Mutterleib. Das ist Religion. Das wird schwer, wenn man erwachsen ist. Aber deswegen hat es immer die Religion gegeben. Seit Menschheitsgedenken. Weil das Leben, ja, immer, weil die Geburt immer schwer war und weil die Menschen zurück wollten zum Ursprung, wie du das richtig sagst. Das ist die Kraft der Religion. Und diese Kraft wird immer wirken. Religion ist die Dummheit der Menschheit. Religion ist die Dummheit der Menschheit, die ausgenutzt wird, weil sie so deppert sind, dass sie an irgendwas glauben. Weil die wollen ja das nicht, damit sie unter Kontrolle gehalten werden. Was wäre die Alternative zur Religion? Ethik. Ganz normale Ethik. In die Schulen müsste Religion verboten werden. Absolut. Die Kinder werden infiziert mit scheiß Religion, ja. Weil sie, da werden sie korrumpiert und irgendwie manipuliert. Und weil sie klein sind, glauben sie an alles.
Und das ist das Verbrechen an der Gesellschaft, dass die Kinder in die Schulen mit Religion infestiert werden. Ja? Da dürfte, bei den Kindern dürfte es keine Religion geben in die Schulen, nur Ethikunterricht und keine Religion, überhaupt keine. Ja? Weil damit die Kinder nicht da irgendwie manipuliert werden, in irgendeiner Scheißrichtung. Ja? Ist ja klar, die Kinder nehmen das ja auf. Und das ist das Verbrechen. Von der Religion, von den Depperten, ja, von den Irren. Das ist ein Geil, für mich ist das Geisteskranke. Jeder, der an Religion ist, geistesgestört. Herr Rosenzopf. Und das geht mir am Arsch, dass die Kinder da infiziert werden. Das geht verboten. Ja, ja, die sind nicht manipulierbar.